Das Küchenlicht 1.0 hat ausgedient. Das war mir dann wirklich zu laut gewesen, zu nervig. Das ging dann gar nicht mehr. Den muss ich dann mal irgendwie noch anders verschalten hier. Hier so, ne, kennt ihr ja noch vom alten Video her. So, das ist jetzt weg. Der große Störsender abgeschalten. Dafür ist ein neuer hergekommen. Ja, das ist das neue Prachtstück. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele LED-Lampen hier verbaut worden sind, aber ne, jeweils 3x1 Watt. Ich weiß nicht, ob es jetzt hört, ein ganz kleines bisschen fietscht. Ne, mal gucken, ob ich die nächsten dann mit einem anderen Kern als Ferrit mache oder doch noch ein bisschen was an der Wicklung. Aber ja, wenn man ein bisschen davon entfernt steht, dürft man da als Normalempfindlicher gar nichts hören. Ne? Also wer da ein bisschen hochempfindlich ist, der könnte eventuell doch noch was hören. Die Bauanleitung gibt's hier, die habt ihr bestimmt schon dort oft angeguckt, hat sich nichts weiter verändert, halt nur noch ein paar mehr LEDs reingemacht, ne? Nach dieser UFO-Lampe, die Bauanleitung. Ja, das ist jetzt mein ausreichendes, grobes Küchenlicht. Hier unten drunter muss, wie gesagt, noch eine ganze LED-Leiste drunter dann und die noch angeschlossen werden. Aber ansonsten, jawohl, das Hauptlicht steht, wird jetzt versorgt mit 3 12 Volt Batterien, A5 Ampere Stunden, so rum. Und die haben momentan, gucken wir, wo wir da bei der Spannung sind, die sind momentan bei 36,3 Volt. Ja, schon ziemlich weit runtergegangen. Ne, hält ungefähr eine Woche, jeden Abend so 8 bis 10 Stunden. Und dann müssen sie einmal geladen werden. Ja, geladen werden sie natürlich ganz normal, wie soll es anders sein? Hier über den Bedini. Und ja, weil die lade ich dann bis 45 Volt, die drei. Und dann kann ich wieder eine Woche leuchten, sozusagen. Aua! Gut, okay, mit dem Bedini stoppen muss ich mir noch irgendwas einfallen lassen. Am besten Schalter reinbauen, ne? Ich blöd, Mann. Autsch. Die Stromversorgung vom Bedini ist gleich geblieben. Das sind hier unten meine Autobatterien, die als Alone-Akkus umgebaut worden sind. Ihr seht ja gar nichts. Hier sind sie, ne? Die werden dann mit einem 10 Watt, ne? Ich bin von 20 Watt runtergegangen. Es reicht auch ein 10 Watt Solarpanel, Dünnschicht. Das Dünnschicht Solarpanel hängt jetzt direkt dran. Natürlich mit Sicherung, ne? Also das ist schon logisch. Aber reicht vollkommen aus, um die ordentlich bei Laune zu halten. Es sind knapp jeweils immer bei 12 Volt. Die laufen jetzt schon über ein Jahr durch. Toi, toi, toi. Ja, die stellen die 24 Volt für den Bedini zur Verfügung. Und der Bedini pulst dann die 36 Volt Batterien voll. Aber das eigentlich super Schöne daran, ihr könnt es euch schon fast denken, ist die Stromaufnahme. So, wir sind jetzt im 100 mA Messbereich und es zeigt so irgendwas um die 30, 32, 34, ja, also so knapp. Was sagen wir? 70, 80 mA, ne? 70, 80 mA bei 36 Volt lässt die alle leuchten. Und der ganze Raum ist ausreichend erhellt. Ja.